So, mit einem Schwenker geht's hier weiter. Mal schauen, was. Na, da geht schon gut. Mal 10. Da kommt die Polizei. Auch nicht. Auf Nummer sicher gehen. So. Kilometer machen es noch aus hier. Was hat denn? Ich war gerade, wie lange man den. Also, der Mat kann ich auf 400 aufdrehen. Schauen wir mal, was der Mercedes kann. Hätte man mal bis zur ersten Strafe brettern mal jetzt, was geht. Bitte nicht nachmachen, aber ich wollte jetzt unbedingt probieren, was der so drauf hat. Machen wir dann eh nicht mehr. Was für ein Fahrmanöver. So. Wir machen es natürlich nicht bis zur ersten Strafe. Jetzt haben wir es ein bisschen Spaß gemacht. Reicht auch schon wieder. Letzten 220 Kilometer. Lässig runter. Nach Milano. Veneto. Veneto. Ja, was? Lago di Garda. Das ist hartnäckig, jetzt lasst du mich nicht da rein. Kommt die Sonne, dann kommt die Sonne, ich freue mich, das ist Glas. Das ist nur so angeschrieben, oder kann ich da eh weiterfahren? Mal weiterfahren, okay.
Und wenn man das erstmal alles kennt, wie das angeschrieben ist, so in den Ländern, glaube ich. So, Milano, Venezia, Verona, rechts Bologna, geradeaus. Wir nehmen natürlich die Ausfahrtrichtung Milano, da Milano, Verona Sud. Das sind noch nicht mehr so viel. 150 Kilometer. Eigentlich schon da. Ach, geschaut. Kann man schon wieder Gas geben. Wilton. Der Flieger hat der. Wir könnten uns theoretisch auch mal überlegen, einen Auflieger selber zu kaufen. Wie das dann ist. Beziehungsweise habe ich jetzt eine neue Idee. Ich habe nämlich eben, wie gesagt, in der Einstellung mich ein bisschen nochmal klar gemacht. Und ich könnte einen zweiten Kredit aufnehmen. Jetzt spiele ich mit den Gedanken, die 100.000 aufzunehmen. Dann hätten wir jetzt 140, könnten uns noch einen Iveco wahrscheinlich holen, den nächst stärkeren, und hätten einen dritten Fahrer dann damit und würden uns dann auch noch einfacher tun. Und dann würde ich wirklich mal auf Kredit zurückzahlen. Dankeschön. Sehr nett. Die zurückzahlen gehen, wir das dann so erledigt haben. Beziehungsweise könnten wir uns wirklich überlegen, jetzt so einen Auflieger zu kaufen, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, wie teuer die auch sind, das müssten wir jetzt wirklich schauen. Aber wir könnten alle 4 Kredite aufnehmen, das wäre halt massighaft zum Zurückzahlen pro Tag. Die Frage, ob das dann eben so sinnvoll ist. Da. Habe auch eingestellt, dass wir nicht mehr gefragt haben wegen dem Parken. Das muss ich jetzt nur schauen, ob ich die richtige Entscheidung, also das richtige ausgewählt habe. Weil ich möchte immer selber einparken, also ich möchte gar nicht gefragt werden. Ja, 68 Kilometer noch. Auf die Karte. Vorbei. Warte mal. Zahlen müssen. Ah, nehmen wir uns das gleich ein Flugzeug abgehoben. Richtig abgehoben, dass der das macht. Bin gelacht. Das war, was ich gemacht hab.
Stazione. So, 65er Mod halt. So, willkommen in Milano gleich. Und ist schon wieder miert. Aufenthalt Mailand. So. Kilometer noch. War Party. Sehr lieb von ihm. Was mich weiß. So. Okay.
Haben wir schön im Griff. Sehr schön. Also Fernfahrten sind nicht so schlecht. Gut, wir werden das jetzt durchziehen. 100. Bam. Sind 7000. Okay. 1000 ungefähr am Tag. Ja, ich würde sagen, wir fahren nach Wien. Wir gehen doch nicht nach Wien. Vielleicht kaufen wir nicht denselben Iveco noch einmal. Nämlich eher diesen DAF. So. Hätte ich jetzt noch 25.000. Probe fahren. Schlecht. Mich würde es wirklich nur interessieren jetzt einmal. So, wir kaufen dann. Was den? Nicht, was wir jetzt machen.
Auftragsangebot? Markt? Hört sich schon. Glaube ich nicht. Okay. Haben wir gecheckt? Wissen, wie es funktioniert? Brauchen wir nur ein. Meine eigene. Genug Geld für den Fahrer. Wurscht. Wollen wir uns dann Karriere, dass das Auftragsprogramm jetzt gemacht haben? Okay. Gut. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.